Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und heute ist mal wieder Zeit für eure Nutzerfragen. Die notiere ich mir jetzt in meinem YouTube-Nutzerfragen-Buch, was ich mir letzte Woche von YouTube selbst aus den USA mitgebracht habe. Und fangen wir dann direkt mal an mit einer Frage von Jura Wendem. Er fragt, darf ich mir ein ISO-File, oder er geht davon aus, dass er sich ein ISO-File herunterladen darf von einem Spiel, von dem er das Original besitzt? Klare Antwort, nein, darf man nicht, hat damit nichts zu tun. Es ist so, wenn ihr das Original besitzt, könnt ihr es kopieren natürlich. Eine CD könnt ihr kopieren, solange die nicht kopiergeschützt ist, aber herunterladen geht ohne weiteres nicht, wenn die Software irgendwo auf einer illegalen Plattform angeboten wird. Nächste Frage kommt von Ich bin kein Baum, lustiger Nutzername. Er oder sie fragt, wie sieht's aus, kann mir Steam, eigentlich die Spieleplattform Steam, eigentlich Rechte in AGB entziehen? Wenn die zum Beispiel insolvent sind, ja, klar könnt ihr die Rechte entziehen. Es ist so, dass man die Rechte, man hat also kein Eigentum an den Spielen, sondern man mietet sich quasi ein in so ein Spiel, kann man es ungefähr so verdeutlichen. Und wenn der Mietvertrag endet, dann war es das auch mit der Spielenutzung und dann werden eben alle Rechte entzogen. Also insofern ist das möglich, wobei diese amerikanischen Plattformen teilweise AGB drin haben, die nicht so ganz auf den deutschen Markt passen, die müssen dann immer wieder nachbessern. Aber tatsächlich, dass man die Spielenutzung nachher entzieht, das ist möglich. Hanke95 hat eine interessante Frage. Die geht darum, wie lange man eigentlich IP-Adressen speichern kann. Er sagte, 3 bis 7 Tage höre ich immer, mehr nicht. Aber wie kann es dann sein, dass trotzdem Leute noch nach 3 Monaten abgemahnt werden? Das ist relativ simpel zu beantworten. Tatsächlich wird nur 3 bis 7 Tage auf Seiten der Provider gespeichert, aber es ist so, dass die Herausgabe der IP-Adresse dann etwas dauert. Das läuft so, dass innerhalb dieser Speicherfrist da mehr oder weniger angerufen wird, ein Fax hingeschickt wird, Achtung, jetzt kommt eine Anfrage, gebt uns die IP-Adresse raus und erst dann in einem weiteren Schritt kommt die Abmahnung. Das braucht einfach viel Zeit. Das heißt, die Herausgabe erfolgt wirklich in den ersten 7 Tagen, beziehungsweise sie wird dann eingefroren, wenn mitgeteilt worden ist, dass hier jemand eine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Die Abmahnung kann dann teilweise viel, viel später kommen. Wir haben teilweise Abmahnungen erlebt, die erst nach 2 Jahren rausgingen. Also auch das ziemlich heftig, was da so auf dem Abmahnmarkt los ist. Dann eine vierte und letzte Frage von Elefantenesser 1. Er beschwert sich, dass er so viele Daumen hoch bekommen hat und wir das trotzdem hier nicht beantwortet haben, die Frage. Dann will ich es doch gerne tun. Er ist Windows-App-Programmierer, möchte jetzt Werbung in seinen Windows-Apps schalten und sagt, er hätte so im Kopf steuerlich gesehen, könnte er 400 Euro verdienen, ohne dass da Steuern anfallen. Was aber, wenn er mal über 400 Euro in einem Monat hat? Also das läuft ein bisschen anders. Als erstes, wenn du das machen möchtest und Geld verdienen willst mit den Apps, musst du ein Gewerbe anmelden. Das gilt schon mehr oder weniger ab dem ersten Euro, ist nicht sonderlich kompliziert, kostet bei den meisten Städten 20 Euro und dann hat man erstmal ein Gewerbe, ist man noch nicht 18, müssten die Eltern mit zustimmen, ist aber alles möglich. Das Zweite, was man machen muss, man muss am Ende des Jahres als Selbstständiger dann oder eben als Gewerbebetrieb sagen, wie viel man verdient hat. Das ist eine Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann macht man einen Strich und ich glaube, bei 8.000 Euro ist die Sache dann nachher steuerfrei. Aber da spielt es keine Rolle, ob du mal in einem Monat sehr viel verdient hast oder in einem anderen Monat sehr wenig, sondern es kommt nur darauf an, was hast du an Einnahmen gehabt, was hast du an Ausgaben gehabt und was kommt unterm Strich bei rüber. Und das muss versteuert werden. Und wenn das unterhalb gewisser Steuergrenzen bleibt, dann sind auch keine Steuern zu bezahlen, dann kannst du das Geld bei dir halten. Wenn du aber schon ahnst, dass das weit über diese Grenzen hinausgeht, sollte man unterjährig lieber mal ein bisschen was zur Seite tun und im Kopf haben, dass man noch was zahlen muss. Denn das bricht den meisten das Genick, die das nicht gewohnt sind und erstmal in diese Steuerthematik kommen, dass sie das Geld schon ausgegeben haben und dann muss am Ende des Jahres Steuer gezahlt werden. Deswegen werden die Steuern von ganz normalen Angestellten und Arbeitnehmern auch monatlich abgezogen, damit da keiner in die Bedrohung kommt. Daumen hoch für deine Frage, immer weiter so, stellt mir eure Fragen gerne hier unter dieses Nutzerfragen-Video. Wir beantworten die gerne und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und bis dahin.